Hey Leute, ich bin Stefan und heute werden wir uns wieder einen kleinen Tarnschelter bauen. Ich werde dafür wieder die NVA Zeltbahn benutzen. Eine taktische Kochstelle werden wir uns außerdem einrichten, die wir direkt am Shelter befestigen. Wenn euch das interessiert, Leute, dann bleibt dran. Richtig, richtig krass. Ihr habt es gesehen, von der oberen Seite ist er so schon richtig gut getarnt. Da fällt er kaum mehr auf, weil wir uns einfach hier so eine Bodenkuhle ausgesucht haben. Also da ist er durch die Natur richtig gut schon abgetarnt. Natürlich von links und von hinten sind wir sichtbar, das ist ganz klar. Deswegen wird er jetzt auch noch abgetarnt. Diesmal werde ich aber ein paar Sachen anders machen wie beim letzten Mal. Lasst euch überraschen. So Leute, 10 Meter weit weg. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Lager finden. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zu der taktischen Kochstelle. Ich habe euch ja gesagt, wir bauen heute eine ganz einfache taktische Kochstelle. Alles, was wir brauchen, das ist eine Astgabel. Die müsst ihr nicht mal zu so einem Haken schnitzen, wenn ihr nicht wollt. Geht besser, aber müsst ihr nicht. Was ihr braucht, ist hier so eine kleine Kerbe. Das hat einfach den Grund, dass halt wirklich das Paracord richtig schön drin hält. Und da wären wir auch schon bei dem zweiten Punkt, beim Paracord. Wir nehmen hier das überstehende, überbleibende Paracord, wickeln das hier oben einfach ein paar Mal rum, so bis wir eine richtig schöne Höhe zum Trangia-Kocher, E-Speed oder wegen meiner auch, zu einem kleinen Grubenfeuer haben. Und dann könnt ihr, was auch immer ihr wollt oder ihr dabei habt, darüber hängen. Da machen wir es gleich so, wie wir gesagt haben. Wir wickeln dieses Paracord jetzt oben so lange um den Stock, bis wir hier die passende Entfernung haben zu der Flamme. Jetzt messen wir ab, wo wir den Spirituskocher versenken, wo wir das Loch graben. Ne? Es ist ja sinnlos, wenn die Schnur jetzt irgendwie so runterhängt, gerade, und wir graben daneben ein Loch. Ne? Das ist sinnlos, das glaube ich, brauche ich euch gar nicht sagen. Ich sage es trotzdem. Messen wir das schön ab, wo die Schnur schön gerade runterhängen wird. Das ist natürlich da. Jetzt können wir da unser Loch graben. Das machen wir jetzt. Nur ein bisschen, nicht übertreiben. Den lassen wir ein bisschen im Boden rein und dann passt es. Dann stellen wir einen Trangia ins Loch rein, drücken wir den ein bisschen rein, dass er fest steht, und dann kommt unser Haken zum Einsatz. Den machen wir jetzt einfach, ohne dass wir irgendwie die Schnur vorher abmessen, binden wir den jetzt einfach ans Ende dran. So, einmal rundum. Da genügt übrigens auch tatsächlich ein ganz normaler Hausfrauenknoten, das ist völlig wurscht. Dann sehen wir, der Abstand ist noch zu klein. Wickelt man es oben einfach ein paar Mal rum, solange es passt. Das ist noch zu knapp. Einmal noch. Passt wie angegossen. Da wenn wir jetzt noch Wasser reinfüllen, wird es gerade und dann ist es ein richtig schöner Abstand. Machen wir.
Dann kommt unsere Füllflasche zum Einsatz. Erstmal so einen Schluck trinken. Dann machen wir mal unseren Kocher auf. Stellen wir ihn drunter, da wo wir ihn brauchen. Ja, ich denke, da steht er gut. So, machen wir nur einen kleinen Trick. Tauchen wir das Teil hier in Spiritus rein. Zünden wir das mit unserem Feuerzeug an. So, und geben es in den Spirituskocher. So, und schon brennt die Flamme. Dann können wir ihn ja noch ein bisschen ausrichten. Perfekt. So Leute, das war's. Ihr habt gesehen, die NVA-Zeltbahn ist wirklich so vielseitig. Das Teil ist robust, wasserabweisend. Es hat die perfekten Maße, wirklich hier für so einen richtig schönen Unterschlupf, so einen richtig schönen Ein-Mann-Shelter. Wir haben eine taktische Kochstelle am Shelter befestigt. Wie könnte es denn besser sein? Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, tippt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. So, ich werde mir jetzt noch mal einen Tee aufkochen, werde noch eine Kleinigkeit essen, werde mich dann in meine Höhle hier begeben und mich ein bisschen ausruhen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao.